So Leute, da sind wir wieder zu einem neuen Part von Assassin's Creed Freedom Cry. Ja, da wäre und ich begrüßen euch herzlich zu einem neuen Part. Entern! Großsegel setzen! Ich kann euch zeigen, außerhalb der Aufnahme habe ich in Port-au-Prince zwei Sklavenlager befreit und da habe ich echt jetzt viel Widerstandsbelohnung gesammelt, weil ich da 20 Maroons befreit habe. Das heißt, ich habe hier Plantagenraub Bonus 2, vollständige Mannschaft und Widerstandskämpfer 3 bekommen. Und da wir jetzt dann bei Tortuga hoffentlich dann auch wieder 10 Maroons befreien, gibt es dann gratis Munition bei den befreiten Sklaven. Da muss noch ein bisschen mehr dazu kommen. Da kriegen wir, geht es ja immer nur in 30er Schritten weiter, aber da kriegen wir dann die geschmiedete Stahlmachete. Was hoffentlich ganz cool ist. Also Leute, auf nach Tortuga hier im Sturm. Und lasst uns die quasi vorletzten Nebenort hier erkunden, erforschen. Wirklich nicht mehr viel, nur Tortuga und, wenn ich mal auf die Karte schaue, Tortuga und Montes. Und dann haben wir wirklich eigentlich alle Nebenorte hier abgeklappert in Freedom Cry. Hier im Roomversteck haben wir, haben auch hier Wellington, fehlt nur noch Tortuga und Montes. Die anderen hier, Cumberland Bay, habe ich jetzt keine Lust hier die ganzen Truhen zu suchen. Entschuldigung. Muss ja, werde ja eh nicht hier alles machen. Muss ja nur den Hafen finden, wo ich hier andocken kann in Tortuga. Tortuga auch ein bisschen weit. Ich weiß, ein relativ bekannterer Ort. Ich glaube, wir haben ein bisschen lauter reden. Nicht so leise. Genau, mein Thema für diese Folge wäre die gerade frisch entschiedene US-Präsidentschaftswahl 2020. Joseph Robinette Biden Jr. hat gegen Donald. Wir zerschellen gleich ein Land! Blablabla Trump gewonnen, wie auch immer sein Zweitname ist. Habe ich schon vergessen, ist ja auch nicht so wichtig. Und ist nun der 46. Präsident der Vereinigten Staaten. Ist seit gestern, den Timer vergessen, seit gestern bekannt. Weil wir es nicht andocken wollen, Dankeschön. Der Captain ist im Wasser! Captain, nee, soll's Loki. Genau. Knallkörper. Ja, wir müssen wieder einen Schlüsselträger aufspüren, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gemacht. Und dann können wir die Plantage befreien, genau. Erstmal natürlich hier in die Mitte zum Aussichtspunkt hinschleichen. Und natürlich halt nicht entdecken lassen, sonst werden hier ständig, wie es bei mir immer war, die Maroons abgeschlachtet, bevor ich sie befreien kann. Also, ja, war auf jeden Fall eine der knappesten und spannendsten Präsidentschaftswahlen seit langer Zeit. Wahrscheinlich seit die spannendste Wahl seit dem Jahr 2000, seit Al Gore versus George Bush damals. Es hat sich auch wirklich ja extrem lange hingezogen. Für uns war es ja so gesehen als Deutsche so Dienstagabend, haben die Amerikaner gewählt und so, auf viele verschiedene Arten und Weisen. Und dann war es ja erst dann Samstag, wo dann das offizielle Ergebnis war, genau, wo das Ergebnis offiziell war. Und da dann Joe Biden nach quasi CNN, Associated Press, New York Times und so weiter, nach den offiziellen Medien zum Gewinner der Präsidentschaftswahl erklärt wurde. Das hat sich wirklich sehr, sehr lange hingezogen, besonders in Staaten wie über Nevada wurde sich sehr, sehr quasi in Memes und allem lustig gemacht, weil die echt ewig gebraucht haben, um die Stimmen auszuzählen. Man muss aber den Staaten quasi wie Pennsylvania, wie Nevada, Arizona, North Carolina und Georgia, den muss man halt zugute halten, dass halt wirklich in dieser Wahl dank der Covid-19-Pandemie halt es natürlich eine Ewigkeit dauert, diese ganzen Briefwahlstimmen halt auszuzählen. Weil natürlich durch die Pandemie
besonders halt von dem demokratischen Lager, besonders von halt Bidens Lager natürlich dazu aufgerufen wurde, nicht zu den Wahllokalen zu gehen, sich quasi zu Hause sicher zu bleiben, was natürlich auch mit Abstand die vernünftigste Art und Weise ist, heutzutage wählen zu gehen. Das kann ich auch nur jedem hier in Deutschland empfehlen, der dann wann auch immer wir dann nochmal wählen oder so. Wenn ihr wählen geht, dann macht es bitte per Briefwahl. Lasst euch nicht irgendwie, geht nicht in ein Wahllokal und so, möcht da, sonst setzt euch da halt unnötig der Gefahr hin, halt das Virus zu bekommen. Das wollen wir ja nicht, das will ja keiner. Hoffe ich mal jetzt mal. Das ist kein normal denkender Mensch, sich dieses Virus einheimsen will. Ja, und deswegen, es hat halt wirklich sehr lange gedauert, diese Stimmen halt zu zählen, weil halt natürlich viel mehr, als es normalerweise üblich sind, per Brief halt gewählt haben. Staaten wie Florida, die haben das halt schlau gemacht. Die haben sich gesagt, yo, wir nehmen halt schon im Vorhinein mal die ganzen Briefwahlstimmen halt an, um sie dann sofort zählen zu können. Andere Staaten wie die, die dann ewig gebraucht haben, waren halt nicht so intelligent und haben sich gedacht, ja, wir warten halt erstmal und erlauben erst quasi am Wahltag, dass gewählt wird, was nicht gerade sehr intelligent ist. Und deswegen hat es dann halt wirklich so lange gedauert, so viele Tage, bis endlich mal das Ergebnis dann final war. Aber ja, am Ende konnte halt Joe Biden und besonders auch das demokratische Lager dadurch, dass sie halt so viele Briefwahlstimmen hatten und so, mit Trump war es ja genau andersrum, der hat ja ganz viele Stimmen dadurch erhalten, dass er die republikanischen Wähler sind alle zu den Wahllokalen gegangen, haben da ihre Stimmen abgegeben, deswegen halt am ersten Tag sah es halt sehr, sehr gut aus für Trump und so, und auch am zweiten, am dritten Tag, und dann dadurch, dass dann die ganzen Briefwahlstimmen dann langsam dann ausgezählt wurden, weil bei vielen Staaten wurde dann erstmal von den Wahluhren gezählt und dann erst von den Briefwahlstimmen. Dadurch kam dann Biden in sehr, sehr vielen Staaten halt, quasi hat er so gesehen, Anführungszeichen, ein Comeback. Und konnte dadurch in den entscheidenden Staaten, Michigan, Wisconsin, besonders natürlich dann am Ende Pennsylvania, welches ihm halt quasi den Wahlsieg beschert hat. Und auch Georgia halt, die nötigen Stimmen dann in den letzten Tagen die ganze Zeit sich halt reinziehen. Ja, nicht die ganze Zeit laber. Genau, da müsste ich mal hin, in die andere Richtung, zum Schlüssel, schon zum Schlüsselträger. Zum Schüsselträger. Schüsselträger, genau. Schelüssel, Schüssel. Aber es ist gut, dass ich schon die ganzen Glocken hier mal gekockt habe. Und hier durch die Plantage. Die mal hier markieren. Ist da oben. Aber was ist, wenn ich hier die Tür reingehe? Ja, da ist er. Und ciao. Sehr schön. So. Man kann halt sagen, das war halt echt ein Erfolg. Man kann natürlich jetzt behaupten, was ich glaube auch so gesehen auch so halb wahr ist. Die Leute haben nicht mehr Biden gewählt, sondern sie haben mehr quasi gegen Trump gewählt. Was natürlich auch super ist, weil ohne Spaß halt, dass wenn dieser orangene Bekloppte auch nur einen Tag länger Präsident gewesen wäre, ich glaube, ja, wir alle wären ausgerastet. Deswegen kann man echt nur sagen, Gott sei Dank wurde er abgewählt. Trump, you're fired, sagen jetzt auch ganz viele so. Auch nachdem dann das Ergebnis dann offiziell bekannt war, sind halt dann viele Menschen auf die Straßen gelaufen und haben halt zelebriert, dass Trump endlich abgewählt wurde.
Das freut uns natürlich alle sehr. Mich hat das echt gefreut. Ich habe die Wahl auch sehr gespannt verfolgt. Warte, weil ich muss mich noch um ein paar Dinge kümmern, bevor wir es halt in vielen, vielen Staaten ein extrem knappes Ergebnis war. Deswegen war die Wahl wirklich besonders spannend und besonders eng. Und deswegen hat es auch extrem lange gedauert, bis es dann wirklich endlich mal offiziell entschieden war. Aber es ist natürlich wichtig und natürlich gut, dass alle Stimmen gezählt werden, denn in einer verdammten Demokratie sollte auch jede Stimme zählen können. Nicht wie Trump, der natürlich in den Staaten, wo er vorne lag und wusste, dass die, durch die Briefwahlstimmen Biden ganz mehr, viel mehr bekommt als er, wollte halt schon am ersten Tag dann halt erstmal schön canceln und sagen, ja, wir hören jetzt auf zu zählen, ich bin Gewinner, ich habe die Wahl gewonnen. Bleibt hier, ich sehe nach, was uns erwartet. Echt peinlich, also Trump ist ein neuer Plantagenbesitzer? Nice. Hat das noch einen Unterschied? Ich hoffe mal nicht. Und Trump ist auf jeden Fall ein wirklich erbärmlich schlechter Verlierer, der halt das null einsehen will, die ganze Zeit davon redet, dass er da gescrewt wurde, dass die ganzen Briefwahlstimmen alle gefälscht sind und da irgendwie noch 1000 dazugezählt wurden, einfach so für Biden. Und jeder ist gegen ihn, die Medien, alles. Also es ist halt echt... kann man sich echt nicht geben. Was? Also ich will nur sagen, das war der letzte Gegner vor der letzten Tür. Ich hätte nur diesen einen Gegner töten müssen, die letzte Tür öffnen, dann hätte ich die Sklaven befreit. Ich habe 10 Minuten meines Lebens verschwendet. Weil die Schatten ein verdammtes Tier. Ich hasse dieses Spiel. Wir zerschellen an den Felsen, Captain! Ich weiß echt, was ich dazu sagen soll. Es ist echt mit Abstand das... mit riesigen Abstand einer der mit... eine der dümmsten Sachen, die ich hier erlebt habe, also in Videospielen natürlich. Dankeschön, Lisa. Dankeschön, dass ich 10 Minuten meines Lebens verschwendet habe jetzt. Und 10 Minuten eures Lebens verschwendet habe. Meiner Zuschauer. So zahlreich sie auch sind. Das ist echt. Also was habe ich. Halte Abstand und setz Mörser ein, Adewale!
gibt ihnen eine Bluttaufe! Nachschub, Tom! Ja! Ja! Erwarten Befehle! Bereit hier! Bereit hier! Land in sich! Ruder hart einschlagen! Ein Treffer! Du versenkst uns! Ja! Viele können sie vom Rammen abhalten! Auf dein Zeichen, Captain! Bremst die Geschosse! Bremst sie an! Diesmal haben sie uns! Ja, ich muss halt klarkommen, was gerade passiert ist. Ich kann mir die Moment auch nochmal so auf einem anschauen, aber... Das ist einer mit Abstand, einer der dümmsten Momente wirklich in 22 Jahren in meiner Lebenszeit, was echt nicht viel ist. Aber Gottverdammt, ey, das ist genug, um das... Was in der Zeit auch im Spiel hätte machen können, anstatt die Scheiße hier. Reffen! Alles reffen, Jungs! Leesegel! Reitet den Wind! Es dauert halt richtig lange, um das perfekt zu machen. Es dauert echt scheiß lange. Mal rüber, Junge. Ja, wir müssen jetzt nur 20 von den Leuten abschlachten. Das ist weitaus besser als das, was ich hier sonst machen muss. Ne me prenez pas la vie.
fonctionner rien, fais-moi. Pitié. Nice, sehr schön. Hat den General hier weggesmackt oder whatever. Komm jetzt, schieß, 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 los. Sehr schön. Ah, das war mein Erlass. Ich noch ein paar Leute. So, keine Glocke. Wenn er die Leiche sieht, dann wird er ausrasten. Oder warte, wir müssen vor dem Berserker verabschieden, was alles passiert. Ich dann hier drin verstecken. So. Jetzt würde er bitte... Alter, komm, jetzt kann doch nicht ein normaler Dude den Admiral, General, whatever umbringen. Captain. Wow. My disappointment is immeasurable and my day is ruined. Sehr fotzen. Okay, verdammt. Oh, deine Typ! Oschlo! Was erlauben sich Strunz? Zeit hier verbringen. Shit. So, 20 Leute getötet.
Na? Sucht euch einen Unterschlupf, bis es dunkel ist. Wenigstens das, Alter, meine Güte. So, geschmiedete Stahlmachete und hier jetzt alle Widerstandsbelohnungen, gratis Munition. No, ich hab gar nicht das Facebook gemacht. Dann machen wir den schnell noch und dann ist die Aufnahme vorbei. So ist das im Leben. Was auch immer ich damit meine. Nächsten Part werden wir dann selbstverständlich, ich meine, da haben wir dann nur noch die Main-Quest, soweit ich weiß. Also, und Sklaven befreien kann ich dann auch dann die ganze Zeit dann außerhalb der Aufnahme machen. Ja, muss ich dann ja nicht mehr, das dauert hier ewig, ne. Ich meine, zwei Plantagen, ne, dauert ein Part, das ist halt echt ewig und das kann ich dann außerhalb der Aufnahme machen. Falls ich Bock habe, jetzt überhaupt unbedingt, dass ich jetzt alle hier, oh, nein, nein, bitte schreib nicht. Okay, ich habe das irgendwie überlebt, gut. Schauen wir jetzt nochmal auf die Machete um, die wir gewonnen haben. Hier geschmiedete Stahlmachete. Diese Fernwaffe eignet sich nicht nur zur Zuckerrohrente. Ja, aber sie ist nicht besser als die Maya-Machete, deswegen I don't care, I love it. Ich werde mir die irgendwo noch im Shop holen, aber ja, die Maya-Machete werden wir natürlich für den Rest des Spiels benutzen. Deswegen, Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns zum nächsten Part. Bis dann und ciao.